Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge sind wir gegen das letzte Elite-Monster, das wir bekämpft haben, kläglich gescheitert. Haben deswegen einige kleinere Quests erledigt, sind kurz davor, unsere Schulden zurückzubezahlen. Und ja, wir versuchen jetzt nochmal gegen die Stahlklaue, wie natürlich, glaube ich, hieß und nicht gerade, ich glaube, so hieß sie im ersten Teil. Und ja. Versuchen wir es jetzt noch einmal gegen das Viech. Vielleicht schaffen wir es jetzt. Ich glaube zwar nicht, dass wir irgendwie stärker geworden sind, aber man weiß ja nie. Ich bin jetzt klüger als damals. Vielleicht bringt es ja irgendwie was. Weil wenn es wieder so sehr viel länger dauert als vorher, dann ja, weiß ich nicht. Dann machen wir was anderes. Vielleicht diese eine Elite-Monster-Jagd. Oder ja, wir müssen irgendwie anders Geld auftreiben, weiß ich nicht. So, hat er eine Fertigkeit erlernt. Haben wir nicht dabei, okay. Ja. So, irgendwo da hinten war das Viech doch, ne? Mein Gott, warum ist das Viech so groß? Aber wer von hinten das Viech angreifen, bringt das irgendwas? Warte mal, es hat ein Ausrufezeichen. Vielleicht bringt es ja tatsächlich was. Verdammt. Der war auch nicht von hinten, aber egal. So, ich habe meine Strategie von Rowan umgestellt und zwar, dass er nur auf Dingens Arzt einsetzen soll, nicht vorwiegend Arzt, wie er vorher war. Deswegen, ja, hoffe ich, bringt es dann vielleicht. So, ist immer schön, jemand einsetzen. Ich finde das ja was. Selbstständig handeln. Nur Arzt einsetzen, mein Gott. Wir haben anscheinend eine Waffe, die gegen natürlich effektiv ist. Sehr gut. Jetzt hast recht. Na toll. Ja, das war sehr gut, danke. Aber wir schlagen jetzt auf jeden Fall besser als letztens. Sehr schön. So, komm her! Oh, ich bin mit Rowan verbunden, stimmt. Ja, er taucht jetzt natürlich direkt hier vor auf. Das wäre viel besser als sonst. Boah, war gut. Falscher Kopf. So was mal mit dem Hammer. Bam. Ja, diesmal schaffen wir ihn, aber er wäre gelacht. Jetzt Level 17, hallo. So, versuchen wir mal irgendwas. Sehr schön. Aua. Ging zwar immer noch voll auf die Möhre, aber egal. Ist ja sogar ausgewichen, ich weiß nicht. Warte mal, ich hab da auch so was hier. Und ich muss mich hinschmeißen lassen, damit ich aufgefangen werde von Jude. Aua. So. Mach irgendwas. Sehr gut. Bin ich gut, wie der Kampf jetzt so läuft. Du gehst weg von Elites. Ich glaube, ich spinne. Ich bin ein Gegner. Jetzt aber immer nur den angefallen kann sein. Oh, ich finde das so gut in dieser Attacke. Boah, war knapp. Oh, fang mich auf, Jude. Danke.
Mein Gott. Lass euch mal heilen. Gehst du mal auf mich los, anstatt auf Elise? Sehr schön. Gleich ist mein Dings wieder voll. Dann bist du sowieso tot. Na, no, verdammter Dreck. Mein Gott, ey. Andersrum. Ja, so tot da am Boden liegt, der hat genug. Naja, jetzt verlieren wir ganz bestimmt nicht mehr. Na, komm her. Au! Hilfe! Was hat weh getan? Sehr schön. Alter, die Käfer mal zwei. Oh, okay, wenigstens ein Erfolg schon mal. You've been cutting quite a marvelous performance out there. Danke schön. Seems like a fine opportunity to give you this. It's guaranteed to make you an even more impressive man. Okay. Freundschaft zu Ron Vex. Punktewandler. Okay. The fuck is this? Punktkommentierung. War das nicht irgendwie so mehr Schaden machen oder so? Weiß ich nicht. Kommentiert 25 der Gesamt-KP in TP. Nein. Wow, genau. Mach mal lieber das hier. Dann können wir auch mehr TP. So. Er hat verdammt viele Sachen. Oh, sonst hat niemand was Neues, ne? Hm, lass mal erstmal. So. Oh. Dafür kriegst du jetzt eins aufs Maul. Please, bitte. Weiß nicht, ich hänge aber davon ab, wie viel verbundene Arzt man mit denen einsetzt oder so. So, jetzt hat er alle dran. Epic Music incoming. Das ist voll krank, ey. Denkst du, deine Abwehr bringt irgendwas? Ich bin ein Klassik! Oh, was zum Teufel. Er hat noch trotzdem gezählt. Geist, alles gut. Alles gut, Geist. Jop. So. Eieiei, hat eine Fertigkeit erlernt. Warum sagt mir niemand? Der Tee Stärke, machen wir das mal. Halt gut, jetzt wenn man genug Gegner killt, dann bekommt man so oder so irgendwann auch mehr FP. Und das werde ich aufzugehen machen, weil damit möchte ich euch nicht nerven. So, und ich bin jetzt den ganzen Weg hier für das hingegangen. So, geben wir die Mission ab in Triglav. Und dann können wir auch. Stimmt, ich habe ja Geld noch nicht. Ich habe mich schon gefragt, warum hat sich Nova noch nicht gemeldet. Die wird sich wahrscheinlich sofort direkt danach melden, ne? So. Schwere Klaue, sehr schön. Noch irgendwas hier? Da sind nur zwei übrig. Den schaffe ich nicht und der ja weiß ich nicht. Der gibt so viel Geld, das ist doch nicht normal. So, du kriegst erstmal nur 50.000 und ein Geld. Ah, okay, ich kann nur. Er ist 100.000? Das ist zu wenig.
Ja, bitte. Vera from Spirius Corporation here. We've detected a new fracture dimension. Hui. As a dimensional agent, you've been assigned the task of eliminating it. This is your first mission, so please make sure that you're fully prepared. Then come to the Spirius building. Oh, verdammt. Ich muss sowieso zum Spirius Gebäude wegen dem einen Viech noch. Think we'll find Glasses guy there? Oh, or maybe the spirit that lives in the land of Canaan. Okay. Ist das Spirius AG. Oh Gott, ich kann schon direkt wieder zahlen. Leck mich. So, mein Gott, warum sind die immer so schnell weg? Ich habe das schon eingestellt. So, das geht so nicht. Leute. So, nee, ist auch so viel hier. Alles klärchen. So, dann gehen wir mal zum Dingens. Ach ja, ich kann ja rennen. Stimmt ja, ich kann ja noch rennen, Mann. Das hat Jude auch irgendwann mal gesagt, was soll das? So. Ich frage mich manchmal, ob wir von den Bossgegnern, die wir erledigen, auch irgendwie besondere Sachen bekommen, die wir für Spezialdinger hier verwandeln können. Ist jetzt irgendwie noch nicht, ne? So, dann würde ich sagen, wir gehen zur Spirus, zum Spirus Gebäude, weil da müssen wir so oder so hin. Und erwartet noch ein Elite-Monster, hat irgendwie sehr viel mehr Geld gibt, als es irgendwie normal ist zu diesem Zeitpunkt. Also entweder ist es verdammt stark oder es ist irgendwie so storybezogen. Wir wuchsen zusammen auf, aber es wuchs total schnell. Ich glaube, je nach 3 Jahren war es ausgewachsen. Sinabonk. Hat irgendjemand Informationen von denen? Nein. Nein. Irgendwas? Nein. Na, no, dann gehen wir mal zu Spirus AG. Ist ja nicht so, als ob ich irgendwas anderes zu tun hätte. In diesem Gebäude. Vielleicht ist das in diesem Forschungsding. Da wollte ich auch mal nachgucken eigentlich. Wir sind ja noch flüchtig dahin gegangen. Ich will mich mal da umgucken. Da scheint es ja, glaube ich, ein bisschen mehr zu geben als, weiß ich nicht, ein paar Ebenen. Das ist ja irgendwie schon was Wichtigeres, glaube ich. Falsch. Warte mal, Katze ist überhaupt zurückgekehrt? Weiß ich jetzt nicht mehr. Kijara-Fisch. Dann gehst du mal. Hier haben wir eine Muschelschale, warte mal. Hier haben wir eine Muschelschale, ist das nicht das, was wir auch abgeben müssen? Warte mal einen Moment. Nein, das ist falsch. Maaa! Muss ich nochmal zweimal abgeben? Nee, Kristallmuschelschale. Fast! So, diesmal ist richtig gut. So. Schön da reingehen. Jetzt aus Spirus AG. Aber erstmal gehen wir da unten hin. Weil die Story wird hundertprozentig fortgesetzt. Ja, ist ja klar irgendwie. Und deswegen, warte mal. Mal kurz mal gucken. Okay, wir haben ein Herzchen mit Ron. Vielleicht mal nach uns anderen 2 Sternchen. Das sind mehr Sternchen zu viel. 1 Sternchen zu viel, mein Gott. Vielleicht mal hier gucken im Trainingsbereich. Ich habe noch ein paar Dinger, die Elementarerzbonusse geben. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, in so einen Bosskampf oder so reingeschmissen werde, dann. Okay, dann kriegt man schon viel, aber naja, schon was ich meine. Nee, ich auch nicht. Habe ich jetzt einmal den Spielstand schon gewechselt? Weiß ich gar nicht. Egal. Habe ich jetzt 2-mal gewechselt. Okay. Schauen wir uns mal da um, was überhaupt geht. Im nächsten Part werden wir dann weiter gucken. Nee. Wahrscheinlich ist jetzt hier weg so ein heftiges Viech von uns fertig macht. Den Code habe ich übrigens auch noch hier irgendwo, den wir eingeben sollten.
Weiß noch nicht, wofür er da ist. Wenigstens die Musik ja gut. Hat schon irgendwie was von so einem Bonus-Dungeon, finde ich. Hey. Okay, dann gehe ich mal in der Terminal, was wir da benutzen konnten, glaube ich. Kommt schon, die werden mir halt doch hier nicht gezeigt haben, wenn ich hier nicht irgendwie was machen kann. Warum? Okay. Das war total Zeitverschwendung. Dann gehen wir wieder nach oben. Ich dachte, ich könnte jetzt sofort machen. Irgendwo anders kann natürlich doch gar nicht sein. Egal. Dann gehen wir zu Nova oder wie auch immer das war. Die da unten in der Halle warten. Hi, na? Na, ihr beiden. Hauptgeschichte fortsetzen, na klar. Kapitel 7, Zerstörung der Splitterdimension. I told you, that's a company secret. But my lips are sealed. You must know what happened to Julius, right? Vielleicht die Stimme von Leia jetzt, so wie ich das bekommen habe. Fällt mir jetzt irgendwie so auf. Congratulations! Like big bro, like little bro, right? I know how much you wanted the job. Yeah. Thanks. Who's the lone lady here? Just gossiping with my twin sis. Oh, you do look alike. What? Hey. Nova, we've got work to do. Yeah, yeah, I know. I should probably get back to bean counting. Oh, almost forgot. Let's all get together to celebrate your new job whenever you're free. Okay. I can't believe he told us all about that fractured dimension stuff. Obviously, he wants us to come along. Ich kann euch da nicht alle mit hineinziehen. Würdet ihr mir helfen? Weiß ich nicht. Warum würdet ihr mir helfen? This isn't just Olympius's problem. An old man's wisdom won't be wasted in these circumstances, rest assured. No way I'm sitting. Ich glaube, bis auf Jude haben irgendwie alle zugestimmt, ne? You're coming along too, right, Al? Yep. I mean, I'd go all by myself if I had to. Please take us with you. The world's too scary for you to fly solo. Guess I'll tag along too. Poor little buddy. He hates being left behind. Got that right, Spud. I'm over the loner act. And I'll be coming too, of course. Very well. Sehr schön. Ihr seid die Besten. However, everything must be kept in the strictest confidence. Am I correct? I'm glad we have an understanding. Now, allow me to commence the briefing. Cool, agent talk. The object of each DODA operation is to infiltrate a fractured dimension and destroy its divergence catalyst. All fractured dimensions form around a catalyst. It could be an object or perhaps an entity. Okay, das hatten wir ja schon. So, how do we find it then? It's typically the object or entity that differs the most from its original nature in the prime dimension. You'll need to be cautious, particularly when the divergence catalyst attaches itself to a person. Das ist auch mit Julius ganz am Anfang passiert, oder? Wir sahen aus wie Rowan irgendwie. I've transmitted the coordinates of the target rift to your GHS. Use it to enter the fractured dimension. Lutzka kann mit Hilfe seiner Chromatfähigkeit nun Splitterdimensionen betreten. Du kannst zur gewünschten Splitterdimension reisen, indem du in der Gesamtkartenansicht die Weltkarte Splitterdimensionen wählst. Stürze dich über die gesamte Karte in Ansicht der Weltkarte ins Geschehen, sobald du bereit bist.
Okay, wir können da jederzeit hin, das ist dann nicht schlecht. Nicht schlecht. So. Aber das machen wir, glaube ich, erstmal im nächsten Part. Ne, okay. Würde ich sagen, ich hole mir jetzt nur kurz, weiß ich nicht, Waffen und Rüstung, falls irgendwas Neues da ist. Ich glaube nicht. Aber ich dachte, da wäre eine Katze. Vielleicht ist ja jetzt, wo die Hauptstory weitergeführt worden ist. Ja, da bin ich richtig. Ja, neues Zeug hier alles zur Verfügung. Sind neue Sachen hier? Ja oder nee? Spuren der Bruderschaft. Kommt in meinem Büro. Orts Bios AG. Chefbüro. Einlösen. Einsatzbericht. Einsatz. Ja, okay, das können wir schon mal annehmen. Ist ja gut. Stromtabis. Wir wissen jetzt, wo die jetzt auch ist. Aber naja. Warten wir erstmal. So, Rüstung und so was alles. Glaube ich nichts Neues, ne? Ne, okay. Dann würde ich sagen, euren Speicherpunkt, nein, da war der Speicherpunkt. Wir werden wahrscheinlich immer verdammt oft hier unseren Part beenden. Und ich würde sagen, wir beginnen unsere erste Mission als Spyros-Agent in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xenia 2. Ich bedanke mich an herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!